Nein, mein Schatz, ich kann jetzt nicht kommen. Aber der taucht sicher wieder auf. Ja, sicher. Tieretag. Wann ist denn der schon wieder? Ja. Ja. Na, Katrin, bitte nicht die Oma. Die kommt dann sofort vorbei und bringt einen neuen mit. Tja, was? Kuli? Ja. Na, Moment. Hat vielleicht irgendwer einen Kuli? Ja, jetzt wart. Ah, bitte. Danke. Okay, Franicek, kannst du das mal aufschreiben? Was denn? Tieretag nächsten Dienstag, das ist der 5., glaube ich. Ja, mein Schatz, ich beeile mich. Ja, und dann findet man den Felix schon. Bis dann, Bussi, Papa. So. Kann mir jetzt vielleicht irgendwer sagen, was da los ist? Nicht identifizierte weibliche Leiche. 20 bis 30 Jahre alt, leicht Fäulnis verändert, Zerreißungen im Bereich der darüberliegenden Kleidung. Und was noch auffällig wäre, ist der starke Madenbefall im linken Auge. Aber ansonsten in einem guten Allgemeinzustand. Ja, also bitte, das ist relativ. Was ist denn los? Tieretag? Todesursache? Ja, ich bin gerade dabei. So, Freunde, hier geht's dir mal ein bisschen beiseite. Ja, es ist genau, wie ich es mir gedacht habe. Der Madenbefall rührt von einer massiven Verletzung des linken Auges her. Man kann wunderschön ein scharfkantiges Loch ertasten. Schusswunde vielleicht. Obwohl, es gibt keine Austrittsstelle. Vielleicht eine Stichwunde. Hab ich noch nie gesehen. Spekulationen. Also genau kann ich es da sagen, wenn ich es am Tisch liegen habe. Geh, Franicek, lass die Kollegen schon einmal alles nach einer möglichen Tatwaffe absuchen. Was ist bitte alles? Der Friedhof, die Kirche da drüben, wenn es in der Umgebung noch Gebäude gibt, die öffentlich zugänglich sind, die auch. Soll ich das schriftlich geben? Wie lange liegt sie schon da? Califora vicina. Schaut so aus, als ob es da schon eine Kindergeneration gibt. Also in Anbetracht der Temperatur der letzten Tage würde ich sagen 4 bis 6 Wochen. Madenkinder, na bravo. Wer hat sie gefunden? Einer von den Totengräbern da drüben. Kennt das Opfer nicht, kann auch sonst wenig dazu sagen, weil er steht ziemlich unter Schock. Der Totengräber kriegt einen Schock, weil er Leiche findet. Das ist originell. Ja, aber es ist auch wirklich sehr ungewöhnlich. Vor 4 Wochen ist da jemand begraben worden. Dann sind sie draufgekommen, dass es nicht seine Grabstelle ist, sondern die von seinem Cousin. Und heute bei den Umbettungsarbeiten haben sie dann die Leiche darunter gefunden. Übrigens, das Opfer trägt keine Unterhosen, ne? Und, habt ihr ihn? Nein, Mausi, ich bin noch nicht fertig. Es ist genau 5 Minuten her, dass du mich das letzte Mal angerufen hast. Ja, dann legt ihm halt der Körnerstraße zum Käfig oder was weiß ich. Ich melde mich wieder. Papa. Der Hamster ist schon wieder weg. So, auf den ersten Blick gibt es keinen Hinweis auf Gewaltentwirkung im Genitalbereich. Die hätte ich allerdings auch rausgezogen. Weißenberger Hertha. 18.03.1983. Ein Rosenkranz. Tragt man das jetzt so? Du, der Hamster. Das war ein Geschenk von meiner Mutter. Ganz genau, ein Geschenk, das ich brauchte für einen Kopf. Verlierst du ihn deswegen daran? Stefan, du bist total paranoid. Nimm den Hamster doch zu dir, wenn du ihm so nahe stehst. Apropos verlieren, die rinnen da gerade die Madenkinder aus. Na, gehst deine. Warte. Du. Das wäre natürlich vom Feinsten.